Charlies Welt. Ich moderiere gleich an. Der sagt bestimmt gleich was. Kommst du raus zum Spielen? Nein. Es gibt eine Menge zu tun. Ja, das kann man wohl sagen. Du kannst mit zu mir kommen. Wir können am Strand spielen. Bring deine Freunde mit. Wir können den Tierarzt besuchen. Wir könnten tolle Sachen im Garten finden. Hier auch. Wir könnten im Wald zelten. Immer wenn du woanders hingehen willst zum Spielen, klick einfach den Wegweiser an. Dann klick auf der Karte an, wo du hingehen möchtest. Wenn du Hilfe brauchst, klick auf den Krankenwagen. Okay, ich bin bereit, wenn du soweit bist. Tschüss! Ich bin auf jeden Fall bereit und damit herzlich willkommen hier bei Ollis Welt. Und bitte red nicht nochmal. Oh, ich muss kurz Pause machen. Also, herzlich willkommen bei Ollis Welt. Ich bin Eldritch und spiele dieses Umweltabenteuer für Kinder mit euch. Hier mal wieder in der Intermezzo-Ecke. Und das ist ein Spiel von Asbach uralt. Aber schön lustig und wie man an dem schönen Mongo-Wal gesehen hat, bring deine Freunde mit. Ich hoffe, ihr guckt alle dazu und wir schauen mal. Wollen wir gleich mal zu dem Wal gehen? Ich fand das war... Bist du fertig für heute? Nein, Wenn du aufhören möchtest, klick ja an. Nein. Wenn du weitermachen möchtest, klick nein an. Nein, Olli. Ich will zum Strand. Ja, wir entdecken das jetzt einfach alles zusammen. Ach, hallo, Olli. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, diesen Teil des Meeres vom Müll zu befreien. Verheddere dich nicht in meinem Seil. Hey, ich bin doch kein Müll. Definitionssache. Ich sagte doch, ich bin noch nicht fertig. Robert, was machst du eigentlich jeden Tag hier? Ich verrichte hier eine sehr wichtige Arbeit. Ich halte das Meer sauber und sorge dafür, dass unsere Freunde weiter hier leben können. Robert? Was ist, Olli? Warum schmeißen die Leute ihren Müll dahin, wo wir wohnen? Gute Frage. Oh, ich weiß nicht, Olli. Aber ich denke, sie wissen einfach nicht, wie weh uns das tut. Ich bin fast fertig für heute. Willst du morgen mithelfen? Okay, ich komme morgen wieder. Und dann slidet er aus dem Bild. Interessant. Das Spiel ist wirklich von 1900, ich glaube 1900, ich lüge jetzt mal 1990. Damals schon haben die also an den Naturschutz gedacht. Und interessanterweise... Schön den Kindern nahe bringen und wir probieren hier einfach alles aus, ja? Oh, ein Zuhälter hat. Wähle eine Muschel. Irgendeine. Ja? Rat nochmal. Ich hab nicht gewählt. Das ist unfair. Gut geraten. Der Fisch. Versuch's nachher nochmal. Oh, ist der shady. Oh mein Gott, und der? Der ist aus Findet Nemo, ich weiß es genau. Mein erster Schultag. Da hat Findet Nemo geklaut, ich weiß es genau. Und er hier? Ja, schön den Panzer eincremen. Oh, Rettungskräfte. Lecker! Das nächste Mal bin ich vorsichtiger. Ja, das hoffe ich für dich auch. Ganz ehrlich, genauso funktioniert das mit dem Regen. Und jetzt muss er runterregnen. Oh, diese kleinen Tropfen. Süß, oder? Und was haben wir hier? Warum heißt es Seetang? Ich kann überhaupt nichts sehen. Oh, der war flach.
Oh, ein richtig schön flacher Witz. Was haben wir hier? Ach nee, immer wenn wir irgendeine Aktion machen können, dann geht hier diese Truhe auf, wie ich sehe. Aber ich will erstmal alles ausprobieren, was man so anklicken kann. Ich kann das Meer hören. Und ich kann es auch fühlen. Ah, hör auf. Und auf der Seite? Ja, bitte geh ran. Hallo Schildkröte, Olli ist da. Komm raus aus deinem Panzer zum Spielen. Hör nicht auf ihn, er will dich nur nackig machen. Dann war hier, ach nee, ist auch wieder was? Erstmal ihn. Oh, der ist ja klein. Ich brauche einen Anzug für ein Konzert. Lass mal sehen, du hast ungefähr Größe 700, nicht wahr? Oh, diese Witze. Ach, sind die nicht schön flach? Ich weiß, ich freue mich auch total drüber. Und was sagt er? Kneif mich! Kneif mich! Kneif mich! Guck mal, das ist auch eine kleine... Kneif mich! Hört der nicht mehr auf. Kneif mich! Ich kneif dich. Kneif... Oh, das kitzelt! Das ist so doof. Na gut, okay. Ach ja, hier haben wir hier noch einen... Was macht er jetzt? Bitte sag nicht, dass das noch alles nochmal von vorne gesagt wird. Warum immer nur Schuhe? I don't understand. Okay, gucken wir uns mal das an. Oh nein! Sei vorsichtig! Ja, das passiert nämlich wirklich, wenn diese hässlichen Bierdinger da im Meer sind. Die verhaken sich alle drin. Okay, ich muss Shift drücken, damit ich hier was machen kann. Manchmal machen wir uns nicht bewusst, wie unsere Handlungen sich auf andere Lebewesen unseres Planeten auswirken können. Schon das Wegwerfen von Plastikringen, wie sie Aluminiumdosen verbinden, kann für ein Robbenbaby gefährlich werden. Sie können zufällig hineinschwimmen und da sie keine Arme haben, können sie sich nicht davon befreien. In dieser einfachen Übung wirst du lernen, was es für ein Gefühl ist, sich in Abfall zu verheddern und sich nicht selber befreien zu können. Dann werden wir dir einen Trick zeigen, wie man es anders machen kann. Cool, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, hier gab es immer so Experimente. Eigentlich total modern, es ist, heutzutage trifft das ja auch noch zu. Wir gucken mal, was das alles, was wir alles hier finden. Du brauchst nur einen 6er-Packring aus Plastik. Mhm, Schere, Gummiband, Trägerring. Als erstes legt man das Gummiband über den Daumen. Mhm, dann zieht man es über den Handrücken und den kleinen Finger. Habe ich jetzt gerade nicht da. Und dann? Nun versuche dich ohne Hilfe von dem Gummiband zu befreien. Oh, ich wünschte, ich hätte jetzt hier ein Gummiband, dass ich das ausprobieren könnte. Habe ich hier irgendwas? Warte, ich habe hier eine Schlinge. Teste das mal selber. Ja, schwierig. Jetzt tauche deine Hand in ein mit Wasser gefülltes Spülbecken. Mhm, stelle dir vor, du bist ein Robbenbaby, das versucht, sich von dem Strandmüll zu befreien. Es ist so gut wie unmöglich. Jetzt merkst du, wie wichtig es ist, den Müll dorthin zu tun, wo er hingehört. Und ihn nicht ins Wasser zu schmeißen, wo er Schaden anrichten kann. Da hat er ja recht, muss ich sagen, der Robert. Eine Kleinigkeit, mit der man viel bewirken kann, ist das Zerschneiden der 6er-Pack-Trageringe, bevor man sie zum Plastikmüll gibt. Sollten diese zufällig doch im Meer landen, wird sich niemand darin verheddern. Das ist natürlich eine gute Idee. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in Deutschland sowas überhaupt haben. Also diese Plastikringe, die sind ja also eher so ein bisschen amerikanisch, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ich das im Laden je hier gesehen habe. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Aha, man kann hier malen. Boah. Es ist wirklich
Das ist nicht ein schönes Kinderspiel? Geil. Ach genau, und man konnte das dann früher auch drucken und das nächste Bild. Ach du Heilige. Als hätte ich das mit Paint gemalt. Der Olli. Machen wir ihn mal böse. Der Negativ-Olli. Passt doch. Hier noch rosa. Da. Gelb. Gelbe Gesicht. Und böse. Wunderschön. Gibt's noch mehr Bilder? Aha. Und man kann die auch ausdrucken, nehme ich an. Hier. Print. Oh. Das ist, ach, daran erinnere ich mich sogar noch an dieses Bild. Wirklich, als kleines Kind. Meine Schwester und ich haben das auch immer gespielt, dieses Spiel. Und da, an dieses Bild erinnere ich mich wirklich. Also es, ich bin zwar uralt, meine Gehirnzellen sind schon grau, aber das vergisst man nicht. Gruselig. Okay, wir wollen jetzt ja aber nicht weitermalen. Was haben wir denn, was ist das? Puzzeln, wa? Wenn du Ollis Puzzle spielen willst, musst du die Puzzleteile dahin ziehen, wo sie hingehören. Aha. Suche dir ein Puzzleteil aus und zieh es mit der gedrückten Maustaste an seinen Platz. Mhm. Dann lass den Mausknopf los. Ah, und wenn man das jetzt zu Ende gepuzzelt hat, was macht man dann? Immer die Geräusche dazu. Weil mir das schon vorgegeben ist. Ach, hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ja, auch daran erinnere ich mich. Also die Schwierigkeitsstufen zeigen an, ob man hier so ein Bild vorgegeben hat. Also quasi für Kinder. Das Spiel ist ja auch für 3- bis 6-Jährige, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich das dann hinkriege. 3- bis 6-Jährige. Siehst du? Schon schwierig hier. Eine Ecke. Ach. Bitte nicht. Nicht mich anfurzen. Ich mag das nicht. Kommt der rein? Hier, ne? Blub. Und jetzt haben wir es. Oh, wie sie ausrasten. Was ist das? Wenn du Ollis Puzzle spielst. Aha. Wenn du Ollis. Aha. Wenn du Ollis Puzzle spielen willst. Nee, wir machen jetzt nicht alle. Hallo, wollt ihr nur mal zeigen. Und hier? Gibt's jetzt ein Experiment? Der Wassermann fordert dich heraus, den Wassertest zu bestehen. Mhm. Wie viel Wasser, glaubst du, verbrauchst du an einem Tag? 4 Liter? 8? Mehr. 12? Bestimmt mehr. Boah, das sind total aktuelle Themen. Ich bin total überrascht. Warum gibt es solche Spiele nicht heute für Kinder? Warum nicht? Das ist doch total praktisch. Der Test ist ganz einfach. Versuche einen ganzen Tag lang mit nur 4 Litern Wasser auszukommen. Fülle 4 Liter Wasser in saubere Flaschen ab und versuche, ob du es schaffst, einen ganzen Tag nur mit diesem Wasservorrat auszukommen. Mhm. Mit diesen 4 Litern musst du alles machen. Hände waschen, Gesicht waschen, Geschirr spülen und auch dein Trinkwasser für den ganzen Tag. Da kannst du ja schon mal 2 Liter abziehen. Trinken, so musst du das Wasser ebenso von den 4 Litern nehmen. Das heißt also 2 Liter zum Trinken, soll man ja, 2 Liter am Tag. 1,5 bis 2 Liter ist ja normal. Das heißt, es bleiben einem nur noch 2 Liter für die ganzen anderen Verrichtungen. Da kommt man niemals mit hin. Sogar das Zähneputzen gehört dazu. Ja. Du darfst den ganzen Tag den Wasserhahn nicht benutzen. Das ist die Herausforderung. Da hat er recht. Du schaffst es? Nee, ich bin jetzt schon sicher, dass das nicht funktioniert. Wir verbrauchen viel mehr Wasser am Tag. Allein wenn man einmal duscht oder nach dem Toilettengang Toilettengang, überhaupt das Spülen. Das verbraucht ja schon unglaublich viel Wasser. Und dann die Hände waschen, Zähneputzen vielleicht nicht so viel. Aber insgesamt eigentlich voll cool. Man kann doch, also wenn Eltern hier irgendwie noch Zugriff auf so ein Spiel haben, dann ist das eigentlich eine schöne Idee, mit seinen Kindern noch sowas auszuprobieren. So ein bisschen sensibilisieren für das Thema. Finde ich ganz schön eigentlich. Was haben wir hier? Willkommen bei Ollis Bildersuchspiel. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, klick auf den Krankenwagen. Nein. Wenn du das Spiel unterbrechen willst,
klick auf die rote Ampel. Nein. Wenn du weiterspielen willst, klick nochmal auf die rote Ampel. Ich sagte nein. Ich habe meine Maske im Gras vergessen. Ja, hier. Muss ich jetzt alle... Oh, hier ist auch noch eine Brille. Ah, das ist ein Wimmelbild, ich verstehe. Was haben wir hier? Leider daneben. Ja, ist ja gut. Was haben wir hier, hier? Ist das auch was? Der sieht aus wie ein Hammerhai. Ich glaube, das stimmt nicht. Sei mal nicht so vorlaut. Wie viele müssen wir denn? Ach, zwei müssen wir noch kriegen. Da, ein Krokodil. Fehlt nur noch eins. Wie man hier immer gleich bejubelt wird, ist wunderschön. Gibt's noch eins? Nochmal! Nein! Okay, es gibt wohl in jedem dieser Spiele sowas. Frag mich, was das hier für Sachen sind. Fragen wir uns nächstes Mal. Das hatten wir gerade mit dem Wassers-Puzzle, hatten wir schon. Hier ist noch eins. Willkommen bei Ollis Bildersuchspiel. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, klick auf den Kartenwagen. Bitte. Ein Glück kann man das abbrechen. Okay, ich sehe schon eine Schildkröte, ich sehe so einen Pelikan, ich sehe wieder einen Schnorchel, einen Ball, eine Weste, eine Schaufel, Eis, einen Ring, eine Flasche, eine Luftmatratze, 5 Stück noch. Wo lebt der Seestern? Ach, da. Ach, man kriegt echt Tipps zwischendurch. Wie nett. Wo lebt der Seestern? Oh, fast. Oh, wie sie. Siehst du irgendwo eine rote Ampel? Nee, aber ich sehe das hier. Eine rote Ampel. Rote Ampel. Ein schönes Glas mit Limonade. Das klingt gut. Kannst du eines finden? Ja, aber ich habe auch die rote Ampel gesehen gerade. Da ist das Limonadenglas. Eins fehlt noch. Mal gucken, was fehlt. Wo haben wir denn noch was? Kann man in großen, flaumigen Wolken manchmal Formen erkennen? Ich meine doch jetzt nicht das hier, oder? Ich dachte, das würde dazugehören. Das gibt's doch nicht. Schön. 1:20. Bin ja der Held hier. Das hatten wir auch. Da kann man auch Shift machen. Wale sind die größten lebenden Tiere, die es auf der Erde gibt. Wale sind völlig harmlos und tun niemandem etwas. Nur die Eskimos müssen Wale fangen, um sie zu essen und aus den Knochen Werkzeuge zu bauen. Für alle anderen Menschen gibt es keinen Grund, Wale zu töten. Ist Eskimo nicht beleidigend? Die heißen doch anders, oder? Du kannst auch zur Rettung der Wale beitragen, indem du Briefe schreibst oder malst. Obwohl die meisten Länder der Erde damit aufgehört haben, Wale zu töten, gibt es immer noch ein paar, die sich weigern, damit aufzuhören. Japan und Norwegen. Ja, immer noch. Du kannst an diese Länder und an den Bundeskanzler unter diesen Adressen schreiben. Bist du zu jung zum Schreiben? Dann male stattdessen ein Bild. Bitte einen Erwachsenen, dir mit ein paar Worten zu helfen. Briefe sind eine gute Methode, um große Veränderungen in der Welt zu bewirken. Dies ist eine Art, wie du unsere Freunden, den Wahlen, helfen kannst. Das ist nicht schön optimistisch, vor allem hier, lieber Bundeskanzler. Nee, da fehlt ein N. N fehlt da. Und man muss dazu sagen, ich weiß bei Norwegen nicht so ganz, ob die aufgehört haben. Japan weiß ich, haben auf jeden Fall noch nicht aufgehört. Und das ist jetzt über 20 Jahre alles her. Und das hat sich immer noch nichts geändert. Aber schön, dass hier dieser Optimismus versucht wird, weiterzutragen. Auch dieses, dass Bilder gemalt werden. Und ich meine, gut, ich denke, in der Masse kann man auch was ändern. Und man sollte sich vielleicht eher so Organisationen wie Greenpeace anschließen und an die dann diese Bilder schicken. Ich glaube, das bewirkt dann mehr. Die haben eine größere Reichweite. Aber an sich eine süße Idee. Also auch wieder was Eltern mit ihren kleinen Kindern machen können. Wenn du dich für Tierschutzprojekte interessierst, kannst du diese Organisationen anschreiben und sie bitten, dir Informationen über ihre Projekte zu schicken. Die gibt's alle noch. Den BUND gibt's, Deutschen Naturschutzbund gibt's.
Und den WWF natürlich. Das ist schön. Oh, bin begeistert. Als Kind konnte ich das früher alles gar nicht so begreifen. Und jetzt, wo ich das sehe, finde ich das echt interessant. Mann, gucken wir uns mal den Pokal an als nächstes. Wenn du Ollies Memory spielen willst, dann klick auf eine der Karten und versuch dann eine andere Karte zu finden, die dazu passt. Okay. Wenn du sie richtig zusammengefügt hast, wirst du eine versteckte Überraschung finden. Suche Olli. Er wird dir helfen, ein passendes Paar zusammenzufügen. Du kannst dieses Spiel auch zu zweit spielen. Oh. Und da sagt man, Kinder verblöden, wenn sie am PC sind. Das ist eins der Spiele, wo sie auf jeden Fall nicht verblöden. Und meine Zeit läuft, obwohl er noch gequatscht hat. Krabbe. Oh. Seeotter. Ah. Es ist Olli. Glitschige Schlange. Ach, das ist mein Joker gewesen jetzt. Ich verstehe. Affe. Schnatterente. Seeotter. Der war hier, ne? Seeotter. Olli. Der Hund. Elefant. Elefant. Pferd. Hoppelhase. Adler. Adler. Schildkröte. Oh mein Gott, voll süß. Schnatterente. Die war hier, ne? Schnatterente. Krabbe. 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 Krusty Krab. Affe. Oh, den... Elefant. Nee, den hatten wir schon. Da. Schildkröte. Hoppelhase. 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 Hechelnder Hund. Ah, nee, der war hier. Affe. 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 Elefant. Pferd. Ah, oh, so ein schönes Bild. Mein Gott. Süß. Ach, Memory. Ah, und das hier? Was macht das? Dies ist Ollis Ordnungsspiel. Mhm. Wenn du mit dem Spiel beginnen willst, wähle Start. Wenn du das Spiel nicht kennst, wähle Hilfe. Viel Spaß. Wir machen das blind, oder? Okay. Ja, verstehe. Ist das richtig? Essen, finden, essen. Essen. Uhr. Öl. Was zum Anziehen war. Was zum Spielen. Was zum Finden. Hui. Das war unglaublich einfach. Wollen wir mal ganz schwer machen? Das ist... Gute Arbeit. Halt die Klappe. Und was war das für ein... Nein, das ist zu schnell. Nein. Nein, nein, nein. Mann, mit der Maus ist das so schwer. Okay. Geh hoch, hoch, schneller. Oh, mit der Maus ist das echt... Oh, war schwer. Ach, du Heilige. Und er hier hat keine Nase, wollte ich nur mal sagen. Boah. So, wir haben jetzt dies... Oh, hier haben wir auch noch was zu entdecken. Regen machen. Klingt, als ob das nur Wolken können, nicht wahr? Durch dieses Experiment kann man lernen, wie ein und dasselbe Wasser sich von Regen in Schnee oder Eis verwandelt, eine Wolke bildet und wieder zu Regen wird. Da können sich, glaube ich, ein paar Grundschullehrer mal eine Scheibe abschneiden, weil mit Kindern kann man sowas doch total gut verbildlichen. Weil ich weiß noch, wenn man so eine Grafik hat mit der Kreislauf des Wassers, wo das anfängt im Meer und dann steigt das hoch und Wolken, dann regnet es nieder und dann geht es ins Land und dann geht es ins Grundwasser und durch Flüsse geht es wieder ins Meer und so weiter. Ist manchmal nicht so leicht, aber wenn man hier so von zu Hause die Experimente mitmacht, ich glaube, da lernen die wirklich was bei. Sammle etwas Regenwasser, wenn du kannst. Falls es nicht regnet, kannst du Wasser aus dem Wasserhahn nehmen. Tu einfach so, als sei es von draußen. Okay? Okay. Sowieso gesünder. Gieße das Regenwasser in einen Topf und stelle den Topf in das Gefrierfach. Lasse ihn dort, bis das Wasser gefroren ist. Dies ist genau das, was mit dem Wasser passiert, wenn draußen die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinkt. Das warme Regenwasser verwandelt sich sehr schnell in einen Eisblock. Okay, bis dahin noch ganz einfach.
Nimm den Topf aus dem Gefrierfach und lass ihn warm werden. Was ist nun mit dem Eis geschehen? Genau, es ist wieder flüssig geworden. Genau das passiert mit deinem Schneemann, wenn es draußen wieder wärmer wird. Ja, genau. Schnee ist gefrorenes Wasser, schmilzt und wird wieder flüssig. Und dein Schneemann verwandelt sich in eine große Pfütze. Genau. Wenn das Eis in deinem Topf geschmolzen ist, bitte einen Erwachsenen, ihn auf den Herd zu stellen und zum Kochen zu bringen. Wenn du genau hinsiehst, wirst du den Dampf sehen, der aus dem Topf kommt. Genau das ist eine Wolke. Wasser in einem gasförmigen Zustand. Der Dampf besteht in Wirklichkeit aus winzig kleinen Tropfen des Regenwassers, mit dem du angefangen hast. Wollen wir jetzt Regen machen? Dann fülle eine Kuchenspringform oder eine Schüssel mit Eiswürfeln und bitte einen Erwachsenen, sie über den Dampf zu halten. Ja, Wasser verändert seinen Aggregatzustand. Flüssig, fest, gasförmig und so weiter. Und das kondensiert dann schön hier an den kalten, an dem kalten Teller und dann tropft's runter. Siehst du, was passiert, wenn die heiße Dampfwolke auf die kalte Form trifft? Sie wird wieder zu Wasser. Ziemlich schnell werden die Wassertröpfchen zu groß und fallen auf die Erde. Und das nennen wir Regen. Das ist süß erklärt, finde ich. Also wirklich. Ganz einfach und simpel. So, haben wir hier noch was? Nee, das haben wir, das hatten wir, das hatten wir. Hatten wir das? Das hatten wir auch schon, ne? Krankenwagen brauchen wir nicht. Ihn brauchen wir nicht anschiften. Ihn können wir anschiften. Weshalb die ganze Aufregung, wenn von einem Ölteppich im Meer die Rede ist? Können ziemlich scheiße sowas. Können wir noch aufwischen und damit hat es sich? Mm-mm. Dieses Experiment zeigt uns, wie schwierig dies sein kann und warum es so wichtig ist, alles Öl im Wasser zu entfernen, wenn so etwas geschieht. Glaubst du, dass du verschüttetes Öl wieder entfernen kannst? Also daran erinnere ich mich sogar noch. Das hat sich als Kind in meinen Kopf eingebrannt, dass es unglaublich schwierig ist und dass Öl Wasser so unglaublich schnell verunreinigt. Auch mein Fahrlehrer hat früher gesagt, ein Tropfen Öl kann so und so viel 1000 Liter verunreinigen. Deswegen soll man beim Ölwechsel im Auto, wenn man das selber macht, ziemlich doll aufpassen, dass da nichts auf den Boden tropft und nichts ins Grundwasser selbst gelangt, weil das ist so eine Verschwendung und so eine Verschmutzung auch. Gucken wir mal, was die hier für Tipps und Tricks dafür haben. Du brauchst ein paar Dinge, um dein Meer und einen Ölteppich herzustellen. Und ein Eimer, Pflanzenöl, Eimer, Feder, Wattebäusche, Schwamm, Löffel, Wasserspielzeug, das überspringen wir mal. Nun bist du soweit. Fülle den Eimer mit Wasser und gieße etwas Pflanzenöl hinein. Du wirst beobachten, wie sich ein dicker, farbiger Ölteppich auf der Oberfläche des Wassers bildet. Du wirst bemerken, dass sich das Öl nicht mit dem Wasser vermischt hat. Es schwimmt auf der Oberfläche, weil es leichter ist als Wasser. Das ist auch interessant. Und da fällt mir noch was zu ein. Ich weiß, dass früher, also wirklich so in einem Alter von, als ich 5 Jahre alt war, 6 Jahre oder so, habe ich auf der Straße immer mal wieder diese Pfützen gesehen mit diesem Regenbogenschimmer. Das ist, finde ich, zurückgegangen. Also wenn ich jetzt so an einem Regentag durch die Gegend laufe, sehe ich sowas nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, das hat sich schon verbessert. Lege deine Spielsachen auch in den Eimer, sodass es echter aussieht. Okay. Du kannst so tun, als ob dein Spielzeugboot den Ölteppich verursacht hat. Und die Riesenente ist wahrscheinlich das arme Tier, was da reinfliegt. Obwohl die Riesenente möchte bestimmt eigentlich nur die ganzen Insassen aufessen. Njam, njam, njam. Tauche die Feder in die Öllache und zieh sie wieder heraus. Was ist mit ihr passiert? Wie würde ein Vogel aussehen, der in eine Öllache geraten ist? Wie würde er sich anfühlen? Da gibt's gruselige Bilder auf Google. Okay, jetzt hast du die Gelegenheit, ein Held zu sein. Rette die Vögel und Meerestiere, indem du das Öl aus dem Wasser entfernst.
Versuche, die ganzen verschiedenen Gegenstände, die du zusammengetragen hast, anzuwenden. Gar nicht so einfach, nicht wahr? Irgendwie entwischt es dir ständig. Aber du bist heute der Ölrettungsheld und deshalb weiß ich, dass du es schaffst. Welche Methode funktioniert am besten? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie das in der echten Welt ist, wenn so ein Öltanker ausläuft, was sie dann überhaupt machen. Ich würde mal fast sagen, nix. Außer die Tiere am Strand säubern, die Steine säubern. Davon habe ich auch schon Bilder gesehen. Aber machen die wirklich reell was auf dem Wasser damit? Und wenn, dann glaube ich, ist dieses Absaugen, damit kommt ja auch zwangsläufig viel Wasser dazu. Es könnte also passieren, dass man sehr viel Wasser dazu kriegt, aber kein Öl. Und dann wird so ein Schiff ja schnell voll, so ein Schiffstank. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Hier das mit dem Löffel halte ich für gar nicht sinnvoll. Das hat jemand mal von euch irgendwie versucht, von der Entensoße, wenn man Weihnachten Entenbraten gemacht hat, diese Fettschicht abzuschöpfen. Das ist ein Krampf einfach nur. Ein ganz blöder Krampf. Gut, mit dem Wattebausch könnte klappen, dass es dann wie bei der Feder einfach dran hängen bleibt. Das wäre möglich und genauso wie bei dem Schwamm. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe das Experiment damals, glaube ich, weiß ich gar nicht, habe ich es gemacht, habe ich es nicht gemacht? Also eigentlich könnte man das echt mal ausprobieren, was da am besten wirkt. Oder man guckt auf Google jetzt, ob es mittlerweile bessere Methoden gibt, das aufzusaugen. Ich meine, es gibt ja kluge Köpfe auf dieser Welt, die sich daran gesetzt haben. Ne? Oh, nee, Wale, hatten wir Wale schon? Doch, hatten wir, ne? Was nee. Glaubst du, ist das größte Tier, das jemals gelebt hat? Ein Dinosaurier? Ja, Dinosaurier waren wirklich sehr groß. Es ist schwer, sich so große Tiere vorzustellen. Aber wusstest du, dass Wale sogar noch größer sind? Ja, aber auch Dino-Wale früher, die waren ja dann noch einen Ticken größer. Guck mal, die ganzen kleinen Kinder hier. Ein Blauwal kann vom Kopf bis zur Schwanzflosse bis zu ungefähr 30 Meter lang werden. 30 Meter! Damit du eine Vorstellung davon hast, wie groß das ist, schneide 30 Meter Faden von einem Wollknäuel oder einer Garnrolle ab. Frage deine Mutter vorher, welchen Faden du nehmen darfst. Genau, immer vorher fragen. Sehr korrekt, dieser Erzähler, sehr korrekt. Ich muss dazu sagen, man kann auch ins Ozeanum gehen. Richtung Rügen gibt es immer etliche. Und auch so findet man in Deutschland ja viele, diese Museen, da sind nicht ausgestopfte Wale, sondern präparierte auch nicht, also keine echten Wale, sondern Modellwale hängen dann an der Decke rum. Oder man geht ins Naturkundemuseum, da kann man sowas auch schön sehen. Ist auch gar nicht so teuer. Aber mit dem Faden, glaube ich, ist eine der billigsten Möglichkeiten, einem Kind zu zeigen, wie groß so ein Vieh ist. Lege den Faden in einer langen Einfahrt oder auf einem sicheren Bürgersteig aus. Nimm ein Stück Kreide und male einen Wal, der so lang ist wie der Faden. Wahnsinn! Wahnsinn! Also das hat mir sogar als Kind Spaß gemacht. Ich habe ja immer gerne gemalt. Und wenn man ein Kind hat, was gern malt, und früher mit Kreide auf der Straße haben wir das immer gemacht, dann ist das eigentlich eine ziemlich schöne Idee, finde ich. Kann man ja auch mal nachmachen. Vor allem, wenn man so einen verkehrsberuhigten Bereich hat in Berlin, ein bisschen schwierig zu finden. Aber gibt's auch. Aber ich denke, auf dem Land ist das sehr viel einfacher zu bewerkstelligen, dass man da keine Angst haben muss, dass das Kind über den Haufen gefahren wird. Lege den Faden an deinem Haus entlang. Würde ein Walfisch in dein Haus passen? Ja, auch das wieder auf dem Land, wenn man ein Einfamilienhaus hat, ein bisschen leichter zu bewerkstelligen. In der Stadt kann man das natürlich auch machen, aber das ist ein bisschen schwieriger, finde ich. So mehr Familienhäuser und wenn dann da Kippen auf dem Boden liegen oder Bierflaschen oder weiß ich nicht was. Kommt drauf an, wo man ist, glaube ich. Was wäre, wenn du einen Wal zum Freund hättest und er bei dir übernachten möchte? Ach du Heilige. Würde er in dein Bett passen? Das kann ich schon direkt mit Nein beantworten.
Nun lege den Faden noch einmal aus. Lege dich mit den Füßen zuerst an ein Ende des Fadens und sieh dir an, wie groß der Wal im Vergleich zu dir ist. Markiere die Stelle, wo dein Kopf lag, und lege dich mit den Füßen an dieser Stelle wieder neben den Faden. Mache genauso weiter, bis du das Ende des Fadens erreicht hast und zähle, wie oft du in einen Blauwal passt. Wenn du 1,20 Meter groß bist, dann ist der Wal 25 Mal so lang wie du. Also das ist auch gut für Kinder. Vielleicht auf dem Kindergeburtstag kannst du alle Kinder mal hintereinander auf die Straße legen und gucken, was passiert. Aber es ist auch eine gute Beschäftigung, oder? Also vielleicht begreift ein Kind dann mehr auch das 25 Mal so groß und so weiter. Das wäre echt spannend mal zu sehen. Ich weiß, dass wir dieses Experiment nie gemacht haben. Ich und meine Schwester, meine ich. Aber an sich finde ich das im Moment voll die gute Idee. Mein Gott. Und du? Mache das Gleiche am Kopf deines Fantasiewals, aber lege dich jetzt 5-mal statt entlang des Fadens quer dazu. Wenn du 1,20 Meter groß bist, ist der Wal 5-mal so hoch wie du oder 2-mal so hoch wie ein Fußballtor. Einfach irre. Total irre. Das ist wirklich ein großer Freund. Oh ja, mein großer Freund. Echt ein süßes Experiment. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alles hier. Ab so ein Kurzzeitgedächtnis gibt's gar nicht, ja. Gut, das hatten wir schon. Genau. Nein, Ende. Wenn du mit dem Danke. Das hatten wir. Hatten wir das? Regen kann ein sehr kreativer Künstler sein. Oh, das finde ich gut. Nächstes Mal, wenn es regnet, versuche dieses Experiment. Gemeinsam können du und der Regen ein einzigartiges Muster entwerfen. Das ist schön für Regentage. Also, tolle Ideen hier. Ich bin total begeistert. Bemale ein ganzes Stück Papier mit Wasserfarben. Male nichts Bestimmtes, nur einfach ein schönes Farbmuster. Lass das Bild trocknen. Alles klar. Lege es kurz raus, wenn es draußen leicht regnet. Der auf dein Bild tropfende Regen wird es in ein neues Regenbild verwandeln. Du kannst mehrere verschiedene Entwürfe ausprobieren. Ja. Und sie unterschiedlich lange draußen im Regen lassen. Ja. Keines wird dem anderen gleichen. Schön. Nachdem du das Bild hereingeholt hast, war? Lass es wieder trocknen. Du wirst staunen, was für interessante Muster die Regentropfen für dich gemacht haben. Das glaube ich auch. Das sieht bestimmt cool aus. Und dann kann man da auch noch mit schwarzer Farbe drüber machen und dann kann man ein Kratzbild draus machen. Obwohl, nee, da muss das ja mit Wachsmalstiften erstmal fixiert werden, damit man, wenn man die schwarze Farbe abkratzt, und quasi ein schönes Muster dann drauf macht, dass man drunter die Farbe nicht mit abkratzt. Obwohl, das haben wir in der Grundschule sogar wirklich gemacht. Solche Malbilder. So, das hatten wir alles. Hatten wir das? Hast du jemals versucht, deine Augen unter Wasser zu öffnen? Ja, tut weh. Ohne spezielle Schutzbrille oder Unterwasser-Spezialbrille ist alles verschwommen und du kannst nicht viel sehen. Wir zeigen dir, wie man so ein Gerät herstellt. Dann mal los. Um die Unterwasser-Spezialbrille herzustellen, brauchst du einen leeren Pappkarton, eine Schere, ein Gummiband und ein paar durchsichtige Plastikfolien. Schneide Boden und Deckel aus dem Karton heraus. In Ordnung. Lege ein Stück Plastikfolie über ein Ende des Kartons und befestige es mit dem Gummiband. Tauche den Apparat mit der Plastikseite nach unten in das Wasser. Nun schaue hinein. Funktioniert bestimmt, also für eine kurze Zeit. Als du versucht hast, ohne deine Unterwasser-Spezialbrille ins Wasser zu sehen, konntest du nichts klar erkennen. Statt Kinder können in der Toilette versuche tauchen. Versuche es jetzt noch einmal mit der Sehhilfe. Ja. Der Sehhilfe vor allem. Überraschung. Der ist ja hässlich. Jetzt
hast du ein klares Bild. Ja, kann man Toilettentauchen machen, wenn man keinen See in der Nähe hat. Schön. Das haben wir, das brauchen wir nicht, den Kerl. Schön, dann haben wir den ersten Teil schon mal hinter uns. Den Strand haben wir abgefrühstückt. Und in der nächsten Folge, würde ich sagen, gucken wir uns mal die anderen Bereiche an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.